Suzuki hat einige Neuheiten mit nach Genf gebracht. Der Swift Plug-in Hybrid ist zum ersten Mal in Europa zu sehen. Der Plug-in Hybrid kann seinen Lithium-Ionen-Akku an jeder handelsüblichen Steckdose aufladen. Als Antrieb dient ein 54 kW Elektromotor. Strecken von bis zu 20 km legt der Swift Plug-in Hybrid fast ausschließlich im Elektrobetrieb zurück. Erst bei Bedarf springt der 660 Kubik Dreizylinder Benziner an und versorgt den Akku mit Strom, um die Reichweite zu verlängern. Wann es den ersten Suzuki Hybrid zu kaufen gibt, steht allerdings noch nicht fest. Noch ist er eine Studie. Wir haben jetzt ja schon eine Flotte mit Klein- und Kleinstwagen, die sehr niedrige Verbräuche haben, dadurch auch sehr niedrige CO2-Emissionen. Und das reicht uns natürlich noch nicht und wir forschen natürlich weiter. Und ein Beispiel dafür ist hier zum Beispiel der Swift Plug-in Hybrid. Also ein Wink in die Zukunft, was denn da in den nächsten Jahren kommen kann von Suzuki. Der Grand Vitara ist seit vielen Jahren ein Verkaufsschlager. Pünktlich zum Autosalon präsentiert der japanische Allradspezialist eine neue Variante des 3- und 5-Türers. Der SUV bekommt durch eine neu gestaltete Hecktür einen neuen Look. Hisashi, das ist japanisch und bedeutet Vorbote und Ankündigung großer Dinge. Der neue Mittelklasse Suzuki hört ebenfalls auf diesen Namen und soll das Flaggschiff der Japaner werden. Die Stufenhecklimousine ist serienmäßig mit dem Allradantrieb IAVD ausgestattet. Ein 2,4 Liter Vierzylinder Benziner mit 178 PS dient als Antrieb. Vorerst soll der Hisashi allerdings nur in der Schweiz verkauft werden.